Und die Erdkräfte sind als der... Liebe Pokémon-Freunde, welcome back. Wir sind in Team Rainbow Rockets Hideout, beziehungsweise im Schloss von Team Rainbow Rocket. Und heute werden wir wahrscheinlich die ersten Bosse erreichen. Wir haben in der letzten Folge uns so ein bisschen durch die Teleporter durchgekämpft. Und ich habe drei neue Pokémon ins Team genommen. Und zwar sind das Endo, Apex Predator und das YouTube Vibe. Ich habe in der Zwischenzeit noch ein Solgaleo gefangen, da wo wir Lilly zum allerersten Mal begegnet sind auf dieser Brücke. Nach dem Kampf oder vor dem Kampf gegen Hala, beziehungsweise danach, ne? Über dem ersten Dorf quasi. Und ja, ihr habt mir in den Kommentaren geschrieben, dass man sich Solgaleo da holen kann. Ich habe es kurz gefangen, das war relativ easy. Und habe es mit dem Necrosol mit unserem Necrozma fusioniert. Und nun haben wir ein Ultra-Necrozma mit der Prisma-Rüstung. Dem Photonegeysir, dem Stahlgestirn der Steinkante und dem Nachthieb. Alles physische Attacken außer Photonegeysir, dessen Stärke sich aber anpasst an Spezial- oder an dem normalen Angriff, je nachdem, was höher ist. Dementsprechend, weil Stahlgestirn, Steinkante und Nachthieb alles physisch ist, dachte ich mir, ballern wir die ganzen EVs mal in Angriff rein. Außerdem haben wir ein Plus-Angriffswesen und das passt dann ganz gut für ein physisch offensives Apex-Predator. Dazu haben wir Endo mit dem Psyium Z und dem Psycho-Erzeuger, den ich ihm gecheatet habe, beziehungsweise eigentlich hatte der Vorahnung oder so. Aber die Nuzlocke ist ja eh gescheitert und ich wollte gerne noch Hypno zeigen, denn Fabian, ich muss immer seinen Namen studieren, Digga. Fabian hatte ja auch quasi ein Hypno mit Psycho-Erzeuger, was sehr, sehr, sehr stark war in diesem Spiel. Und in Kombination mit Ultra Necrozma passt das natürlich ganz gut. Und dann haben wir noch das YouTube-Vibe, was ich ebenfalls mitgenommen habe. Ne, ich nehme jetzt einfach ein paar Pokémon mit, die wir bisher noch nicht hatten. Einfach, damit wir die Kanalmitglieder nicht leer ausgehen lassen, die noch ein Pokémon geworden sind. Ne, und dann irgendwie wieder, keine Ahnung, warten müssen bis zum nächsten Mal oder so. So, auf jeden Fall war das absolut wild hier beim letzten Mal. Ich glaube, wir müssen hier da durch. Genau, da ist nämlich die Boss-Tür. Aber hier gibt es auch noch ein... Ah ja, da gibt es noch zwei Items. Okay, dann nehmen wir die noch mit. Oh. Das ist ein Elektroball. Ja, schöne Hommage an die alten Kollegen. Du, Digga, ich weiß ja nicht. Habe ich Bock auf eine Explosion auf Sunburn, die mich durch den Bedroher durchkrittet? Ja, weiß ich nicht, ne? Also, da gehen wir raus zu Razor. Mit Razor können wir nämlich immer fliehen. Und wir immunisieren die Explosion. So, der Ladungsstoß kann uns paralysieren, wenn wir Pech haben. Durch den Kostümspuk durch. Tut er aber nicht. Amazing. Und tschüss. Sayonara, Yudam Beach. Ist das da unten auch ein... Was hat der für einen komischen Skin, Digga? Weird. So, die hat Slimog. Okay. Ein normales. Alright, wenn das so ist... Dann gehe ich raus zu Endo. Drücken auf die Abgangstirade. Ja, ich liebe einfach Incineroar. Für seinen Movepool und seinen Typen. Der ist so geil. Ja, da gehe ich voll steil. Okay, Endo kommt rein. Der Psychoerzeuger wirkt. Jetzt kann er keinen Schattenstoß mehr ballern. Der Mülltreffer, Digga. Ja gut, auf minus 2
Dürfte Endo den locker nehmen? Alter. Locker ist was anderes, du. Ja, und das macht jetzt Hälfte, ne? Das heißt... Ja, weiß ich schon wieder nicht, Digga. Gehe ich auf die Psychic? Er kann halt auch knirschen. Scheiße. Es ist schon wieder ätzend. Egal, wir gehen. Wir gehen raus. Ey, krass, dass der trotz minus 2 so viel Schaden macht. So, jetzt haben wir noch Flauschigkeit. Oh my goodness, Digga. YouTube Vibe weiß, wie man mit Müll umgeht. So. Fruststampfer 75. 60. Okay. Gehen wir auf die Dampfwalze. Ey, der trifft halt jeden Mülltreffer, ne? Warte mal, ich kann doch zu Yukili rein, ich Trottel. Gehen wir einfach zu Yukili. Ich gehe zu Yukili raus, weil der immunisiert den Lachs. Er könnte halt einen Feuerschlag haben, aber ich glaube, at this point tötet ein Eisenschädel. Wir gehen in die Mega. Again, wir spielen im Nuzlocke-Modus, ne? Das heißt, Pokémon, die sterben, müssen aus dem Team raus. Und ich muss andere mitnehmen. Ich habe alleine jetzt wieder eine Stunde hierfür gebraucht, damit alle Pokémon gelevelt, Movesets, Nyxrosol, den Solgaleo-Boy fangen und so weiter, ne? So, Tiefschlag. Ah, geht jetzt wieder, weil das Ding weg ist. Okay, du hast den Feuersturm. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der Kollege wird halt auch sehr effektiv getroffen, ne? Ma, Digga. Okay, wie viel Spedef habe ich mit Yukili? Ja, der Spedef-Wert ist nicht gut. Der ist nicht sehr gut. Okay, ich gehe mal auf Protect. Wir können ja gucken, was er hat. Okay, er hat nur den Flammenwurf. Nur. Den dürften wir tanken. Vielleicht flinchen wir ihn und müssen dementsprechend auch nicht wechseln. Yeah, let's go. Free. 20% Flinch. Boop. Und das war ein Crit. Okay. Depositox. Okay. Ja, Bruder. Auch du hast eine Explosion. Und einen Fruststampfer. So, zack. Und jetzt reicht ein Tiefschlag. Die Verteidigung sinkt. Okay, und das ist das Stichwort, um die Prio auszupacken. Goodbye. Ja, wir haben ein paar Pokémon mitgenommen, die nicht ganz so viable sind, ne? Und jetzt wird es wieder strugglig, aber wir werden sehen. So, wenn das auch ein Ding ist, dann machen wir mal ganz kurz... Nee, nicht die Items wechseln, sondern die Pokémon. Wenn das auch wieder ein Elektroball ist, dann machen wir mal den hier. Okay, wow, X-Angriff. Uff, Bruder. Ist ja so Schmutz. So, Leute, ich bin bereits in der neuen Nuzlocke am Vorbereiten. Die ersten Aufnahmen starten bald. Ne, während ihr diese Ausstrahlung hier quasi seht oder diese Folge, läuft in der Hintergrund schon die neue Nuzlocke. Außerdem geht ja die Nuzlocke bald weiter in Karmesin und Purpur. In beiden nicht dann wieder natürlich Kanalmitglieder. Pokémon noch Kanalmitgliedern benenne. Die bisher noch nicht drangekommen sind oder schon lange nicht mehr drangekommen sind, etc. pp. Einfach damit ihr Bescheid wisst, wenn ihr in diesem Projekt nicht benannt wurdet, dann nicht verzagen. Ihr werdet schon noch euer Pokémon bekommen. So, ist das ein Doppelkampf? Ist das ein Doppelkampf? Pff,
Das Ding ist, wenn die beiden nacheinander kommen, ist Mimikma ganz gut. Endo, maybe not. Wir gehen zu Sunburn. Falls es ein Doppelkampf ist, haben wir Bedroher und Razor drin. Wenn es nicht ein Doppelkampf ist, haben wir zweimal Razor, der mit seiner Fähigkeit immer einen Free-Hit kriegt. Digga, was ist mit den... Was ist mit den Sprites von denen los, Digga? Waren die schon immer so räudig oder ist es einfach heute? Ich glaube, ich muss hier, by the way, auch ein bisschen heller machen, ne? So, wir gehen auf die Phantomkraft. Ich liebe Razor. Ich liebe Razor so sehr. Ich liebe ihn so sehr, Digga. So, ich mache ein bisschen heller hier im Studio. War irgendwie... Ich glaube, das liegt mal wieder am weißen Shirt, was ich trage. Ja, jetzt können wir leider nicht raus, ne? Aber ist okay. Okay, vor dem Giovanni-Boss noch irgendwie ein Triple-Explosion-Arschloch. Imagine, du hast kein Geist-Pokémon dabei. Lul... Ja, also Razor ist einfach ein geiler Ficker. Ohne Witz. Mimikma ist so ein cooles Pokémon. Es ist nicht nur offensiv richtig, richtig cool, sondern es kann auch supporten mit Bizarro-Raum und allem möglichen. Und Digga, diese Typen-Kombi ist einfach beste. Und die Lore dahinter und das Design. Ach, ich liebe Mimikma so sehr. Mimikma ist so viel cooler als Pikachu. Digga, in der 7. Gen wusste ich noch nicht, wie cool Mimikma sein wird. Aber Mimikma Gen 7, Gen 8, Gen 9, immer geil gewesen. Dieses Vieh ist einfach Poggers. So. Warum gehe ich auf Knüller? Scheiße. Damit. Oh nein, Digga. Das gibt's doch nicht. Jetzt hat er die Überreste. Ja, Poggers. Mein Controller. Einmal verklicke ich mich und dann ist die Death Zone meines Controllers mal wieder richtig räudig. Egal. Wir nehmen das. Zweimal Knuddler getroffen, by the way. I appreciate it. Kannst du jetzt bitte nicht Full Parrot sein? Okay, es ist immerhin neutral. Alter, aber das macht 50%. Pff. Okay, komm. Dann resistieren wir den Schmarotzer und bringen ihn auf minus 1. Warte mal, Schmarotzer greift mit meinem Angriff an, ne? Aber bringt der Drop was? Ich weiß es nicht. Er ist ja trotzdem gedroppt. Gute Frage. Frage an den Chat. Bringt Bedroher gegen Schmarotzer was? So. Dark Radiato. Ich weiß, dass der Kollege Focus Blast hat. Dementsprechend ist es gut, dass wir outspeeden. Sonst hätte er uns töten können, wenn er getroffen hätte. Klavion, okay. Ja, Straight Flare Blitz. Ich glaube, da gibt es nichts anderes zu sagen. Ein 120er Stab, sehr effektiver Move. The fuck out of here. Und mit den Überresten holen wir uns die KP zurück. Griffeldis. Gegen Griffeldis kann ich mit Yukili rein. I guess. Oh mein Gott. Digga, warst du schon mal verliebt in so einen hässlichen Geier?
Can't relate, Freunde, can't relate. So. Gut, dann gehen wir zu Yuki Lee und böllern den Knuddler. Schmeichler? Uff. Ja, Discrefeldis ist mal wieder purer Cancer, ne? Gott sei Dank. Das reicht auch ohne Mega. Very good. Warte, jetzt haben wir beide gekillt, ne? Ey, was ist mit den... Die sind komplett kaputt, ne? Waren die bei der letzten Aufnahme auch schon so? Bin gerade ein bisschen verwirrt. So, den Fluchtknopf habe ich übrigens auch noch bekommen. Der ist aber mehr oder weniger useless, da der sich nach einem Kampf direkt in Luft auflöst. Genau, da gehen wir auf die Top-Genesung. Holen uns die KP zurück. Oh, es ist Mark von Team Magma. Ui, was hat Mark denn für uns, ey? Wow, ich bin nicht sicher, ob wir hier gewinnen. Wir haben nichts. Das Ding hat eine Feuerschwäche wegen Flauschigkeit. Der hat eine Feuerschwäche. Und wir haben mit keinem einzigen Pokémon irgendwie irgendwas, was... Okay, dann versuchen wir mit Endo und dem Apex Predator einfach quasi mit der Brechstange. Ich dachte schon, es wäre wieder dieser Plagegeist, Fabian. Stattdessen muss ich erfahren, dass ein Kind für diesen Krach verantwortlich ist. Digga, was ist mit seinem? Was ist mit seinem? Ich bin Mark. Der Bruder von Ark. Was ist mit ihm? Er ist ja der Erleuchtetste, der Jünger. Eine Welt ohne Konflikte. Bruder, erspar mir das Gelaber. Oh Gott, ey. Ich glaube, ich muss mal meinen Gameboy neu starten, Freunde. Ui. Gut. Kurtel mit der Sonne. Poggers. Amazing. Alter. Gen 7 ist so geil, weil Gen 7 hat basically von jedem einzelnen Boss in der Pokémon-Historie einen krass geilen Remix gemacht. Weil man gegen die alle hier kämpfen kann, ne? Das ist so geil, Alter. So. Wir gehen auf den Psychic, damit er ja nicht Eruption einsetzen kann, der Drecksack. Solarstrahl? Okay. Dann hätte ich auch auf das Gedankengut gehen können. Das macht Gott sei Dank nicht so viel. Zurückgerufen. Ein Unlichtmon? Magnane. Okay. Magnane könnte einen Feuerzahn haben. Unlicht und Feuerattacken werden beide resistiert. Wir gehen zu Sunburn. Wir können ihn killen, weil in der Sonne wir ihn wahrscheinlich töten könnten mit Flareblitz. Oh, er Knuddler. Okay, aber das macht nicht viel. Oh, er senkt unseren Angriff. Amazing. Na gut, dann wird es jetzt nicht mehr reichen. Das ist aber okay, I guess. Dann gehen wir auf Abgangstirade. Er outspeedet uns. Damn. Wusste gar nicht, dass Magnane so schnell ist. So, jetzt ist er auf minus 2. Und jetzt gehen wir raus zu Yuki Lee, schätze ich mal. Okay, wir haben kein anderes Mega. Dementsprechend, yalla. So, wenn jetzt der Feuerzahn in der Sonne kommt,
Dann ist er wenigstens auf minus 2 und wir haben gute Death-Werte. Der Eisenschweif, okay. Alright. Der macht gar nichts mehr. Da kommt Kurtel wieder zurück, okay. Wird halt alles resistiert, außer der Tiefschlag. Dann gehe ich mal auf den Tiefschlag, weil... Ja, er wird safe auf Hitzewelle oder so gehen. Ja, und tschüss. Amazing! Und die Sonne müsste jetzt gleich weg sein. Libeldra kommt und drückt das Erdbeben, probably. Ich habe kein Schwert. Ich habe nichts mehr? Schwierig, Digga. Okay. Dann gehen wir mal zum YouTube-Vibe. Ich hoffe, dass das Libeldra keinen Flammenwurf hat. Physische Moves dürften wir okay tanken. Boah, der Dude hat auf jeden Fall den Live-Orb, ja. Das ist ein bisschen doof jetzt. Ich sag dir, wie es ist. Scheiße. Das wird jetzt ein bisschen anstrengend. Ja, ich will das YouTube-Vibe nicht verlieren, ne? Aber es ist entweder Endo oder das YouTube-Vibe. Goddammit. Bitte mach was Dummes. Oh, das ist... Das ist schwierig, Digga. Sag ich dir, wie es ist. Okay. Okay. Das war's mit Endo leider, aber Endo hat sich geopfert, um den Sweep von Libeldra zu verhindern und um das Dingens aufzusetzen. Ja gut, Digga, also gegen den Kollegen, da sehe ich gar nichts, ne? Phantomkraft, der könnte explodieren, er könnte einen Feuermove droppen, er könnte Light teilen. Funktioniert Light Teiler gegen Mimikma überhaupt, wenn er die Fähigkeit noch oben hat? Das war ein Crit? LOL! Wait! Das ist interessant. Er lässt die Fähigkeit bestehen? Oh. Okay, also um die 230 KP. Das bedeutet mit einem Leiter, er geht jetzt never auf Explosion. Geht auf Spukball. Ach, Spukball. Ich wär fast so Necrozma raus, Digga. Aber okay. Ja, ich muss ihn speziell angreifen. Ihr habt gerade gesehen, was so ein Phantom-Ding gemacht hat. Ich hoffe nur, dass er nicht für Explosion geht, weil sonst krittet er mich durch die Dingens durch. Da kommt die Matschbombe, die nehmen wir easy. So. Dann gehen wir auf den Ultra Burst, meine Freunde. Licht.
strömt aus Apex Predator. Er hat immer noch einen Z-Move und einen Mega, ne? Was wir beides nicht gesehen haben. So, Sayonara. Das überlebst du nicht, auch wenn es physisch ist, in dem Fall. Kamerupt. Okay, das ist definitiv ein Mega. So, jetzt könnte ich Z kraften, ne? Warte mal, was haben wir jetzt für ein... Wir sind doch jetzt ein Drachenmon, oder? Psychodrache. Das heißt, wir resistieren theoretisch... die Feuerattacken. Digga, wir haben 451 Angriff. Ja, dann spare ich mir den Z-Move fürs letzte Mon. Da ist er, der Mega-Boy. Der ist super slow, deswegen werden wir ihn auf jeden Fall outspeeden. Ja, das macht genau Hälfte, Digga. Uff. Und die Erdkräfte sind halt der... Habe ich Bock auf einen Low Roll, um dann gegen Kamerup zu verlieren? Oder will ich jetzt die Z-Kraft rauszünden? Vollgas unnötig. Was kommt danach? Kommt ein Groudon? Oh, wenn Groudon kommt, Digga, dann habe ich ein richtiges Problem. Oh mein Gott, wenn der Typ einen Groudon hat. Oh mein Gott! Oh mein Gott. Aha. Ein Z-Move, ein Mega und eine Protomorphose. Cool. Nehme ich. Ich habe den Verdacht, dass Apex Predator nicht allzu lang leben wird, Freunde. Ich glaube, der Boy wird nur einen einzigen Kampf mit uns mitmachen. Los! Apex Predator! Licht des Erlöschens! 200er Stab Move. Wird Groudon nicht killen, though. Er geht auf die Genki Dama. Freunde, ich will jetzt alle Hände oben haben. Alle Daumen nach oben, Freunde. Das wird sowas von nicht reichen. Digga, ich habe eine Stunde dieses scheiß Pokémon geholt, damit es in dieser Folge direkt wieder hops geht. Digga! Oh mein Gott. Ja, leider reicht's nicht. Und da kommen die Abgrundklingen, meine Damen und Herren. Ja, wir sind in der Legimeta angelangt. Ne, wir hätten zu Razor wechseln können, dann hätten wir aber Razor opfern müssen, probably. Und dann wäre alles schwierig geworden. So, bitte kill. Ich wusste, dass es nicht killt. Ich wusste es. Lächerlich. Er hat die Abgrundklinge verfehlt. Lul. Ich gehe mal auf die Phantomkraft, einfach falls er irgendwie Top-Genesung oder so einsetzt, was er nicht tut. Fair. Dann hätten wir nämlich schon mal mehr Damage gehabt. Aber in Ordnung. Yo, Mimikma besiegt Groudon. Goddammit, Digga. Das war's schon wieder mit Ultra Necrozma. Ich dachte, ich bin cool damit, ne? Schön Psychofeld aufsetzen mit Endo und dann durchböllern mit Ultra Necrozma und seinem Licht des Erlöschens. Tja, da holt Mark eben einfach schnell seinen Groudon. Und Abfahrt, meine Damen und Herren. So, war's das schon, oder was?
Aber warte mal, wo ist denn jetzt eigentlich der Rest? Wo ist denn jetzt der andere Weg? So, und jetzt heißt es für mich wieder Pokémon leveln. Hui! Top! Geil! Okay, das bedeutet, ich muss in die andere Richtung. Ey, Digga, also alles, alle Trainerkollegen sind ja scuffed gerade, ne? Ja, ich muss auf jeden Fall mal meinen Gameboy neu starten, Freunde. Aber ja, was ich auch machen muss, ist die Folge beenden und vor allem, neue Pokémon ins Team nehmen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, der Kampf gegen Mark. Falls ja, checkt doch mal Pokémon Rascal Ruby aus. Da hat nämlich ein Zuschauer und guter Influencer-Freund einen Hack für mich erstellt, namens Rascal Ruby. Und da gab es noch ein paar krassere Dinge als Protomorphose Groudon als Bossgegner. Checkt es aus und bis zum nächsten Mal.